Ja. Ganz viele andere Sachen. Oh ja. Warner Brother Games presents. Mittelerde, Mordor, Schatten. Das Auge sieht dich. Oh ja, das tut es. Und in dem Sinne herzlich willkommen zu Mittelerde, die Schatten von Mordor. Ich habe gedacht, ich zock mal wieder ein Rollenspiel, um erstmal wieder reinzukommen, weil ich eine lange Zeit nicht spielen konnte. Ich hatte das Spiel schon mal angefangen. Ich hoffe, wir können jetzt ein neues Spiel anfangen. Ich habe wirklich nicht viel gemacht. Ich bin eigentlich nur blöd rumgerannt, habe ein bisschen geschnetzelt. Das heißt, die Grundsteuerung kenne ich. Es ist nur schon so lange her, dass ich vergessen habe, wie manche Sachen gehen. Und ich mir dachte, Mensch, ich wollte dieses Spiel eigentlich nicht let's playen, weil es einfach unglaublich groß ist. Aber, wie man so schön sagt, Cheat drauf, ne? Und wir machen es einfach nochmal. Warte mal, kann ich Speicherplätze auswählen? Da haben wir da. Guck, seht ihr, 2 Stunden habe ich gespielt. Das ist wirklich nicht viel. Ich habe jetzt auf 0 und in dem Sinne, danke, dass ihr dabei geblieben seid. Ich konnte aus privaten Gründen nicht aufnehmen, aber ich versuche das jetzt zu ändern, dass mindestens ein Video die Woche kommt. Mindestens. Kann nichts versprechen. Sorry, Leute, ich bin zurzeit in einer, ich nenne es mal harte Umschulung. So, und in dem Sinne, viel Spaß mit dem Spiel. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, lasst einen Comment da. Ich versuche auch eigentlich noch das neue Resident Evil zu zocken, da habe ich nur gerade ein paar Probleme mit. Aber wenn, sobald das losgeht, geht es los. In dem Sinne, viel Spaß, Leute. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Hier geschah es, an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Oha. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Das ist nicht cool, Mann. Wow, was ist hier los? Geist, Geist, Geist. Lurid? Okay. Seine Frau. Wie gesagt, ich hab's ewig nicht mehr gespielt, aber ich gehe jetzt mal stark davon aus. Weil, soweit ich mich noch erinnere, ist man irgendwie gestorben bei der Verteidigung. Jeder kennt Mordor, wer die Herr der Ringe-Teile kennt. Und ich denke mal, das geht um seine Frau, und Kumpels und so. Oder war ich das gerade selber? Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Plaps. Dir heil der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Ich bin echt begeistert immer noch von der Grafik, ne? Was ist jetzt los? Ach stimmt, das muss ich doch machen. Beste Kontern, zack. Du musst schon schön härter zuschlagen, mehr. Um deinen Vater zu bezwingen. Zack, ein bisschen mit dem Sohnemann spielen. Pariere, mein Sohn. Vergiss nicht zu blocken. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, dir Hai. Dein Feind ist nicht immer, was er zu sein scheint. Zack, geblockt und dann kriegt der Lümmel einen vor die Lümmel. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Noch. Ja, ich dich auch. Sehr gut, Sohnemann. Zack. Halte Liz, tippe und den Boden. Ah, siehst du, das war ein Ding, was mir fehlte. Ich wusste nicht mehr, wie es geht. Gedrückt. Zack.
Na komm, Sweetheart. Kümmere ich mich mal um den hier. Ah, dieses actionmäßige Gameplay ist natürlich mega geil. Greifen und werfen? Was soll ich greifen und werfen? So, okay. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wie geil ist das denn? X-Men Execute. Oh, das war's schon. Sehr schön, Sohnemann. Wieso stirbt er jetzt so dramatisch? Was zur Hölle? Diese Orks sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uruks. Sie sind gefährlich und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh. Ich schub's ihn einfach rein. Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Was ist hier los? Stimmt, das war, glaube ich, dieser tote Typ, der uns dazu bringt, dass wir zurückkamen. Drücken wir es mal so aus. Hm. Das ist die Frau. Nur diese traurigen Momente. Die machen mich traurig. Komisches Wortspiel. Hübsches Kind. Schnell hinterher. Ich habe eine Blume für dich. Möchtest du Rose kaufen? Oh ja, das möchte sie. Schleichen wir uns mal ran an die Gute. Schreitest du durch Berge weiß und blau auf deinem Weg. Knutsch. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir Bestehen als Vater. Das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Hätten wir mal auf sie gehört. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Jetzt nicht mehr. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Ich dachte gerade, Alter. Daran kann ich mich zum Beispiel nicht mehr erinnern, weil ich hatte das wirklich nur angetestet, wo es rauskam. Wir gehen sollen, als wir die Gelegenheit haben. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Hier wird nicht gefaulenzt! Wir müssen zurück in die Schlacht! Faulenz ja auch gar nicht. Schlachte uns hier durch. Was zur Hölle? Steck dein Schwert weg, Waldläufer. Oh, Schweinehund. Nein. Das ist doch ein Mensch da, oder? Au, 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 au. Fuck. Und sie opfern uns, oder? Was zur Hölle?
Alter! Kleiner! Von Blut und Knochen. Ist das ein Drecksack? Das erklärt die Geister der Welt. Das sind alles Details, die ich schon übelst verdrängt hatte. Und wer bist du, mein Meister? Scheiße, Mann. Das war so eine schöne Festung. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Mein Fuß treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ein Traum. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Oh, kein Ding. Ich habe noch eine Rechnung offen, glaube ich. Solo Tolu, was hat er gesagt? Mittelerde, Schatten, Mordors Schatten. Das kommt ja wirklich, Mensch. Also ich bin echt gespannt. Wie gesagt, ich habe mich nur ein bisschen rumgeschnetzelt, so wie ich halt bin. Ich mache immer alles nebenbei. Aber jetzt geht er mal los. Jetzt machen wir mal Story und so. Nicht. Der Amboss. Tatsache. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, der gute... Ach, stimmt, so war das. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich aussagen, Askon in Notwehr getötet zu haben. Dann werden wir beide unser Leben für Gondor opfern. Oha. Was ist da los? Verdammt, noch eins. So, geht weiter, oder was? L-String drücken. Coin, den krieg ich hin. Boom! Was zur Hölle? Schnellreise freigeschaltet. Das Erneuern von Schmiedetürmen schaltet die Erinnerung des Geistes frei. Drücke Leertaste, um fortzufahren. Das krieg ich hin. Dieses schaltet neue Aufträge und Sammlerstücke auf der Karte frei und du erhältst zusätzlich auch Mirian. Mirian, das M für Matthew. Immer schön. Drücken Eskape. Eskape drücken. Escape. Halte Leertaste gedrückt und beweg dich nach vorne. Bla 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 bla. Mal so einen Anarchost übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Du bist hübsch. Oh, ich hab einen Bogen. So, 054 eliminiert. Halte rechts gedrückt, um den Fernkampfmodus zu wechseln. Halte links gedrückt für den Schuss. Puitsch. Gut. Das ist ein Traum. Ich habe natürlich nicht getroffen. Zack. Tippe mehr. Ach so. Mehrfach drücken, um. Ja, komm schon hier. Stellt euch mal nicht so an. Zack. Ist ja cool. Da geht er down. Huch, Entschuldigung. Halte E, wenn er gedrückt, um ihn aufzuzählen und Elmgeschosse zurückzuhalten. Ah, ich lutsch. Gib mir Soul.
wenn man es mal leicht ausdrücken will. Oh, was haben wir denn da? Jetzt. That burned. Okay. Komm, gib mir dein Hirn. Das war nämlich jetzt auch etwas, was ich vergessen habe. Man kann irgendwie Infos aus denen rauslutschen. Halte gedrückt. Ah. Ach, so ging das. Sehr schön. Achso, Informationstasten, Leertaste. Das burnt in deinem Gesicht. Er schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft. Ein Fass voll Grob. An Gimub, den Sklaventreiber. Du solltest mal duschen, Kleiner. Das sind die Hauptmänner von Sauron. Sie erscheinen dir als Schemen. Da du ihre Identität noch nicht kennst, drücke Leertaste, um fortzufahren. Wenn du deine Feinde führst, erfährst du wertvolle Informationen über die Hauptmänner. Drücke Leertaste, um die Identität eines Hauptmanns zu erlernen. Der Sklaventreiber. Unser erster Freund. Gimüb, wie man das auch immer ausspricht. Der Sklaventreiber. Du hast Identität erfahren, dabei würde dir helfen. Blabla. Leertaste, um fortzufahren. Zudem hast du seinen Machtrang erfahren. Das ist 5. Der hier, der P-Macht. Penismacht. Also, nein. Dieser verleiht dir den Eindruck darüber, wie schwierig es sein wird, ihn zu besiegen. Die Machtrang bestimmt ebenfalls die Belohnung, die du für den Sieg erhältst. Belohnungen enthalten Runen, um deine Waffen aufzuwerten und erhöhen deine eigene Penismacht, wodurch du neue Fähigkeiten freischalten kannst. Drücke Leertaste, um vorzufahren. Das kriegen wir hin. So, Ziel befindet sich hier. Hauptauftrag. Das sind also die Fäuste. Das, okay. Status, hofft bald einen Sklaven fliehensversucht, will ein Exempel statuieren. Das werde ich mit ihm ausführen. Und dann wird er das Exempel. Was machen wir jetzt mit ihm? Dann soll das er rennt weg. Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Das heißt, ich kann ihn ihm rumluschern. Oh ja. Aha, ich bin ein Engel. So, was haben wir? Einführung. Goldene Symbole setzen die Haupthandlung fort. Okay, rote Symbole zeigen Machtkämpfe an, bei denen du Uruks einander bekämpfen, so rum, um ihr Ansehen zu steigern. Belohnung und Primat um neue Fähigkeiten frei. Weiße Symbole repräsentieren Nebenmissionen und Sammlerstücke. Dir stehen 2 Hauptaufträge zur Verfügung. Der Sklaventreiber, rette die Menschen im Mordor und finde den schwarzen Hauptmänner, oder? Der Geist von Mordor erfahre mehr über diese Gesellschaft der Uruk, um Saurons Armee aus dem Inneren aus zu zerstören. Okay, das heißt, ich kann... Eingabe? Es geht noch weiter hier. Mirian, die Münzen wurden von dem Elbenschmied von Eregion geprägt. Der Mirian wurde zur geläufigen Währung dieses Reiches und wurde in ganz Mittelerde gehandelt. Ebenso wie Ithildin, dem Sternmond, mit dem die Elben ihre Tore markieren, besteht auch der Mirian-Münzen aus Mithril. Dass sie von den Zwergen erworben hatten. Die Währung wurde von allen Völkern beim Handeln eingesetzt, etwa auf wichtige Märkten wie dem Kasdan Dumm, zu Ehren der Zwerge, zeigt eine Seite der Mirian Dorins Tore und die andere dessen großen Schmiede. Im zweiten Zeitalter setzte der dunkle Herrscher Sauron alles daran, die Mirian zu zerstören. Heute sind sie nur noch äußerst seltene Überreste eines legendären vergangenen Reiches. Das ist ja nicht schön, du. Ah, hier Mordor. Das ist ein Land geboren und gehüllt in Schatten. Mordor ist die Heimat des zweiten dunklen Herrschers von Mittelerde Sauron. Das Reich ist wie ein Magnet für Geister und lockt alle Arten dunkler und bösartiger Herzen an. Es ist auch das Heim vieler monströser Kreaturen, darunter Graugus, Ungols und noch viel, viel grauenerregende Dinge, die weder von den Urks noch von den dunklen Herrschern je gezähmt wurden. Das brennende Herz des Reiches, der große Vulkan
Uruduin schlief für viele Jahrtausende Saurons Feste und Barad-dûr wurde nie vollständig geschliffen und ist von neuem und ist von neugierigen Blicken verborgen. Die Uruks haben das Schwarze Tor in Udun übernommen und in Nurn gibt es zufällige Menschensklaven, bla bla bla. So, ich glaube, ich werde euch jetzt nicht voll labern mit dem ganzen Sheet hier. Wenn ihr das wollt, sagt es mir einfach in den Comments, dann machen wir das. Das hier scheint nur die Einführung zu sein. Dann haben wir hier noch die verschiedenen Typen. Wie gesagt, das kann ich ja mal am Schluss oder so mache ich mal eine Zusammenfassung und ich mache mal eine Kurzfolge immer nur, wo ich alles mal ein Let's Talk About Sex Baby, aber was anderes, Let's Talk About die Figuren und alle möglichen Sachen, weil ich glaube nicht, dass ihr den ganzen Sheet jetzt von mir hören wollen. Waffen und Runen, gehen wir mal gleich rauf. Was haben wir denn hier? Ich kann hier Runen rein. Oh, was haben wir denn hier? 20% Kristall mit dem Schwertgegner anzuzünden, immer gut. Kampf, Todesstöße fügen Hauptmännern Bonusschaden zu. Was haben wir? Gewehrzugriff auf legendäre Waffenfähigkeiten von Ufaris Sturm. Und erhält eine zufällige letzte Chance und zieht erneut in den Kampf gegen die Orks. Das finde ich cool. Continuous immer cool. Da haben wir den Bogen. Da haben wir nur eine Sache, die hauen wir da auch gleich rauf. Und hier haben wir auch noch einen. Schleichtötung und Bodenhinrichtung fügen Hauptmänner und Hauptmänner besonders Bonusschaden zu. Schleichtötung mit der Fähigkeit der Erinnerung zu sich Furcht vor. Das mit Zusatzschaden nehmen wir mal. Und mal gucken. So. M können wir Orte sehen. So, jetzt haben wir hier die Map zur Verfügung. Wir sind genau hier. Informationen. Das ist doch schon mal eine feine Sache. Jetzt weiß ich auch endlich, wie man den Scheiß wieder benutzt. Die Welt hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Ein bisschen. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Was sind das Zukunft hier? Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Damit kriegen wir unser Leben wieder. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Ja. Mordor ist es immer laut. Ignorier den Hauptmann einfach. Er hat vor allem und jedem Schiss. Würmer geben die Schwächen frei. Kann ich Kruger markieren? Hat seltsame Spuren entdeckt. Also hat der Hauptmann unsere Verteidigung verstärkt. Gut. Ihn haben wir schon mal weg. Oh, das Symbol über dem Kopf der Uruk zeigt seine Achtsamkeit an. Bedeutet, dass ein Uruk etwas Auffälliges untersucht? Bedeutet, dass ein Uruk dich entdeckt hat? Hat er denn genau und schleichen wir mal, ja. Ah, siehst du, das war... Jetzt, okay, Leertaste. Informationen verraten dir die Stärke und Schwächen des Hauptmanns. Bekannte Schwächen kannst du ausnutzen, um einen Hauptmann leichter zu besiegen. Eine Anfälligkeit ermöglicht es, mit einer bestimmten Kampfstrategie einen Hauptmann mit nur einem Hieb zu töten. Wenn ein Hauptmann beispielsweise anfällig für Schleichangriffe ist, bietet sich die Angriffsart an, um ihn zu töten. Leertaste fortfahren. Ach, siehst du, das könnte ich hier... Ich könnte sogar über neue was rausfinden, aber wir nehmen jetzt mal den Typen, den wir neue Informationen erhalten. Tipp, erleidet Schaden durch Kampftodesschuss, kann durch Kampftodesschuss verwundet werden. Erleidet Schaden durch Fernkampf, kann durch Fernkampf verwundet werden. Stärken, Hass, Brandwunden, Gerede, Wut und er brennt. Jo. Monster schlecht, er kann Monster schnell töten und bla bla. Führt Schläge aus dem Sprung heraus, kann dich packen und herumwirbeln, kann in Panik versetzt werden. Okay. Okay, okay, okay. So geht das, aber. Ist aber nicht hübsch. Besser. Jo, das war ein überzeugendes Argument. Einfach rennen mit dem Schwert und gib ihn. So, ich werde aber hier eine kleine Aufnahmepause machen. Wir haben jetzt schon ein bisschen über 20 Minuten. Länger mache ich die Folgen nicht. Es tut mir leid, Leute. Wenn ihr ein bisschen länger wollt, müsst ihr es mal in die Comments schreiben, wenn ihr denn so lange durchhaltet. Also ich gucke mir meist auch nur 20 Minuten an des Videos an. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und in den Cheerio. Joho. Bye, bye. Oh, bin ich nicht hübsch? So, liebe Leute, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Für die dabei geblieben sind, ich danke euch vielmals, weil ich war ja wirklich eine lange Zeit nicht da. Ich kann schon verstehen, wenn man mein Abo gelöscht, mich deabonniert hat. Aber shit happens, the life goes on, wie man so schön sagt. Also es passiert recht viel in Herr der Ringe. Also es ist richtig geiles Rollenspiel und Action.
Action-RPG, würde ich es jetzt mal eher nennen, weil das Kämpfen macht einfach Laune. Naja, ich will nicht so viel Geschwafel hier von mich geben. Genießt die Endcard. Sie ist ein bisschen schlecht gehalten, aber ich bin der Meinung mittlerweile, ihr seht in der Endcard ein bisschen was von Herr der Ringe. Da könnt ihr draufklicken unten rechts, dann habt ihr die Playlist gleich und unten links. Wenn euch der Sheet gefallen hat hier, lasst ein Däumchen da, das würde mich sehr freuen. Vielleicht ein Comment und ein Abo, wenn ihr Bock habt. Das wäre mega tight von euch. In dem Sinne, bleibt wie ihr seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.